Hallo, grüß Gott, meine Dreamies. Ich darf ganz herzlich willkommen zum nächsten Part der Pokémon Brilliant Diamond Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt nebenbei so ein bisschen offscreen gegrindet, sprich, Handlung ist jetzt auf Level 36. Ich habe da nur das Ei ausgebrütet, sprich, wir haben jetzt unser Riolu/Lucario. Demnächst mit an Bord. Ich habe im Untergrund eben wie gesagt gelevelt, habe die Überreste gefunden, habe die Überreste jetzt einmal auf Inflation klatscht, einfach mal um zu schauen, wie gut das Team sich jetzt entwickelt in der nächsten Zeit. Ja, das war so das beste Team, was ich aktuell zusammenstellen kann. Von dem her habe ich es einfach jetzt einmal so mitgenommen. Dann habe ich nur offscreen. Warte, ich mache mal kurz die Cam aus. Unser Outfit gewechselt. Sprich, wir haben jetzt das Jeans Latzhosen Outfit an. Ist eigentlich ganz okay, ganz fein so. Von dem her, ja, das ist jetzt unser Outfit. So, unser Weg führt uns jetzt wieder zurück Richtung See. Von dem her schauen wir einfach mal, was uns dort erwartet. Also ich weiß schon, was uns erwartet. Wahrscheinlich der gute alte Barry und Kampf gegen einen DS-Commander, wahrscheinlich AM oder Jimin oder keine Ahnung, schauen wir einfach mal. Was sind die Schneebedeck? Wir werden dich schmerzhaft vermissen. So. Zurück zum See, zum See, zum See, zum See, 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 zum See, zum See, zum See, See, See. Meditalis. So, dann gehen wir mal rein und schauen, was uns erwartet. Zurück zum Hauptquartier. Yay! Gut. Dann weiß ich ja schon, wo es lang geht. Dann haben wir jetzt das Hype-Hauptquartier vor uns. Sehr schön. Dann setze ich einen kurzen Cut und wir sehen uns in Hauptquartier wieder. So, da wären wir im Hype-Hauptgebäude, aber da können wir nur raus. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin oder ob ich hinten rein muss. Wahrscheinlich muss ich hinten rein, aber schauen wir einfach mal vorne. Ja, müssen wir hinter ein Loch. Hilft nicht. Kann ich mit dir quatschen? Ja. Sehr schön, dann haben wir einen Lagerschlüssel. Das heißt, wir müssen wirklich hinter ein Loch. Aber ist fein. Fein, fein bei mir. Ja, so. Aktuell bin ich in den letzten Vorbereitungen für die K-Pop Party im September. Es ist aktuell ziemlich stressig, deswegen habe ich einiges vernachlässigt.
YouTube kommt ziemlich kurz bei mir aktuell. Ich versuche zwar jetzt dann für September jetzt einiges aufzunehmen, aber ich weiß, dass jetzt die letzten zwei Juliwochen und der August ordentlich nur viel Arbeit sein werden. Von dem her weiß ich nicht, wie gut ich damit vorab bin aufnehmen. Pokémon wird auf alle Fälle, ups, fertig aufgenommen. Das steht fest. Fire Emblem habe ich schon ein paar Parts aufgenommen. Es kommt dann vielleicht nur neben Fire Emblem nur ein weiteres Projekt, in dem es um Fußball geht. Könnt ihr mal raten, was da kommen könnte? Es kommt definitiv dann ein Video zur und über die K-Pop-Party im September. Ja, im August wird wahrscheinlich nur Pokémon kommen. Je nachdem, wie schnell wir jetzt damit durchkommen mit den Parts und so. Ich werde dann eine kleine Upload-Pause auf YouTube definitiv machen. Weil, wie gesagt, ich würde gern, ganz gerne ein bisschen Content vorproduzieren. Ich würde ganz gern ein bisschen planen, was so kommt in Zukunft. Was ich als nächstes Pokémon-Projekt bringe, Obinus, Schwert und Schild bringe, bis die 9 Games rauskommen. Oder ob es ein Randomizer wird und so weiter und so fort. Das würde ich mal ganz gerne nur durch den Kopf gehen lassen, von dem her im August. Minimaler Upload, minimaler Aufwand. Ja, wie gesagt, maximal die Brilliant Diamond Nuzlocke jetzt nur im August als Upload. So viel mal zu meinen Plänen. Alles andere ergibt sich dann falls ich doch Zeit und Motivation finde. Kommt im August vielleicht noch was anderes. Was auch jetzt kommen wird, was eigentlich mehr oder weniger für euch relativ irrelevant ist, an meine ganzen beiden TikToks, die ich jetzt auf YouTube upload, einfach so als Archiv, damit ich die oben habe, mal woanders, falls mein Account irgendwann gesperrt werden sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Ja, so viel dazu mal. Also, wenn jetzt dann in Zukunft ein Haufen Shorts hochkommen und TikToks hochkommen, könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist euer Stuff, den ich schon Monaten, Jahren auf TikTok habe. Von dem her nichts Besonderes. Einfach eins zu eins dasselbe TikTok-Content, nur jetzt auf YouTube dann archiviert. Das wird wahrscheinlich im August dann so in einer Welle kommen, so alles auf einmal wahrscheinlich so. Jeden Tag 10 Shorts oder so, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Dann halt doch über 1300 Videos, fast 1500 Videos, die ich da mittlerweile habe. Schauen wir einfach mal, wie ich das hochlade. Ja, das ist einmal der Plan dazu. Alles andere ergibt sich dann im Laufe der Zeit, wie es mit Content Upload weitergeht und so fort. Heilhandlung einmal hoch. Dann heilen wir Hakan von seiner Vergiftung schnell und dann gehen wir auch schon weiter. So. Ja, wir sind jetzt im Galactic-Rüpel-Hauptgebäude, sprich, als nächstes kommt wahrscheinlich
Palkia Dialga. Dann geht's auch schon Richtung Orden Nummer 8 und Richtung Top 4. Von dem her sind wir schon im Endspurt dieser Nuzlocke. Wird sich wahrscheinlich ausgehen, dass wir bis August fertig sind. Also so Anfang, Mitte August sollte dieses Projekt dann enden. Aber schauen wir mal, wie es wirklich ausgeht. Aber Anfang, Mitte August, Projekt Ende, könnt ihr schon mal drauf einstellen. Dann kommt eine kurze Upload-Pause. Und im September geht es dann wieder weiter mit regelmäßigen Uploads mit 2 bis 3 verschiedenen Projekten, die was starten, die schon auf alle Fälle vorproduziert sind. Bis dahin, zumindest zum Teil, ob ich es ganz vorproduzieren kann, weiß ich nicht, aber ein großer Teil wird auf alle vorproduziert sein, wenn es starten und dann bis das Projekt und das nächste kommende Projekt dann fertig ist, habe ich ja dann ein bisschen Zeit, die anderen Parts aufzunehmen und so weiter. Vielleicht muss ich irgendwann mal wieder so wie jetzt aktuell dann aufnehmen, so wo dann die Zeit kommt, wo ich dann wirklich wieder aktuell und eine hustlen muss jede Woche, damit ich jede Woche 3 bis 4 Videos bringen kann. Oder 5, schauen wir mal, ob ich einen Daily Upload wieder hinkriege, jeden Tag ein Video. Ja, aber so weit einmal ist jetzt einmal das alles schon mal im Gange und geplant und wir schauen einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Also, ich bin guter Dinge. Ob jetzt die kommenden Projekte qualitativ besser werden. Eher wahrscheinlich nicht. Qualitativ besser werden wir wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren werden. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde aktuell ist ganz gut für das, dass ich das nur so nebenbei so ein bisschen hobbymäßig mache. So, wenn ich schon zocke, nehme ich es halt auf. Das ist momentan so my way to go. Mir ist die Qualität, was ich bringe, relativ egal. Natürlich will ich häufigs ansehnliche Qualität bringen. Bin die mache ja aktuell. Könnte durchaus nur schlimmer sein. Wird dann wahrscheinlich nur weiterer Stress auf mich zukommen, weil ich meine Wohnung ab bisschen renovieren werde. Sprich, eventuell spüre ich mein ganzes Zeug ein bisschen um. Und es gibt dann einen anderen Hintergrund, dann bin ich halt nicht mehr direkt beim Fenster, also wahrscheinlich schon noch. Aber es wird dann nicht mehr so deppert einer leuchten wie aktuell. Zumindest nicht direkt von hinten, sondern eher von der Seite. Und ja, eventuell gibt es einen besseren Background. Vielleicht lasse ich mal was einfach. Dann Gaming-Background oder so. Und Handlung stirbt fast, weil ich nicht aufpasse und mit euch Quatsch. Aber ist ja fein. Lassen wir unser bestes Pokémon sterben, ist okay. Ränkeschmied. Ja, du könntest theoretisch Ränkeschmied lernen über Ausdauer. Ja, so. Es stehen aktuell sehr viele Sachen an, sehr viele kleine Projekte, sehr viele große Projekte, private Natur. Aber ich denke, das wird euch und mich nicht großartig beeinflussen oder
behindern an dem, was wir contentmäßig gemeinsam genießen. Von dem her ist es halt jetzt einmal so. So, dann haben wir da schon mal den Shortcut nach außen wieder geöffnet. Dann gehen wir jetzt weiter noch. Wir schauen einfach mal, wie weit wir heute da im Gebäude kommen. Ansonsten splittet das Gebäude in zwei Parts. Ist wahrscheinlich schlauer. Aber vielleicht können wir noch bis zum Bossroom. Bossroom geht es halt dann voll ab. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie weit das noch kämpft. Aber ich glaube, wir schaffen es dann noch bis zum Bossroom, vor allem wenn ich die ganzen Kämpfe mitnehme. Die aber auch nötig sind, weil Handlung definitiv XP braucht. Und Hope definitiv auch ein bisschen die XP mitnehmen. Fahren dann nebenbei die Burnt-Anteile rauscutten. Aber ist jetzt glaube ich schon zu spät für eine ordentliche Partlänge im Nachhinein dann, aber ja, einfach mal die BTS-Member und Staff und alles von Hype ein bisschen klatschen. So. Ich habe das Level Cap vom letzten Arena Light jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wenn wir auf Level 50 sind mit Harkon, sollte das noch okay sein. Sollte. Ob es ist, weiß ich nicht. Sagen wir dann, wenn wir dort sind. Ich hoffe nicht, dass wir zu sehr überleveln, aber es wird eigentlich kein Problem verstehen. Ich glaube, bis wir da bei Arena 18 Hakan eventuell auf Level 47, 48. Ja, weil allzu sehr werde ich Haken jetzt natürlich nicht mehr beanspruchen. Weil es ja doch eine Maschine. Wie man sieht, der tötet ein Skunkaboo mit einer Kehrtwende. Einen Nicht-Stab-Move, aber von dem her ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Wir benutzen den Galactic-Schlüssel. Zauberschein. Again. Aber da können wir aktuell nicht weiter. Okay. Dann setzen wir einen kurzen Cut und man sieht sie gleich wieder. So, da wären wir wieder. Ich bin jetzt wieder zurück ins andere Gebäude gelaufen. Dadurch, dass wir ja den zweiten Schlüssel haben, kommen wir da jetzt super rein. Ganz easy. Von dem her. Ja, machen wir jetzt nur ein paar Minuten das zweite Gebäude. Lagerhaus und Keller haben wir ja jetzt fertig. Jetzt machen wir das Hauptgebäude und schauen dann einfach mal. Boah, Minute 23, 24 werden wir dann den Part beenden. Aktuell sind wir bei Minute 19. Dem her. Ja, so ein paar Minuten machen wir noch gleich schon den ein oder anderen Rüppel weg. Ja, der Scheiß. Fein. Es ist natürlich grausam, dass Knackhack ein Minus-Attack gewesen hat. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, auf Knackhacker speziell offensiv zu spielen. Macht man im Competitive hin und wieder. Dass man ein defensives Knacker spielt mit
speziellen Angriffen. Finde ich eigentlich ganz fein. Also spezielles Knackhack. Natürlich ist das physische Knackhack weit besser. Aber speziell ist halt auch eine Möglichkeit. Von dem her ist das jetzt nicht allzu tragisch. Vor allem, weil wir physisch halt doch immer noch mehr Damage machen als speziell. Von dem her. Schauen wir einfach mal, wie gut wir mit dem Wesen weiterkommen. Aber es sollte eigentlich nicht allzu dramatisch sein. Ich hoffe, wir kommen zu dem Punkt, wo sich Andong zu einem Knackhack entwickelt. Wäre halt schon recht geil. Aber ja. Schauen wir mal. Arenen und so. Eher wisst ihr Bescheid. Lauft nicht immer so gut, wie man im letzten Part den hat. So, ich würde sagen, das ist ja der letzte Rüppel, um den wir uns kümmern. Und dann beende ich diesen Part. Und dann geht's im nächsten Part weiter hier im Galactic-Gebäude. Ist jetzt nicht der spannendste Part. Wie häufig in Stories sind halt so die Bösewicht-Hauptgebäude jetzt nicht unbedingt die größten Herausforderungen. Alles easy cheesy, alles kalkuliert. So, Hauptbereich Level 26, Schaloppo. Ja, da können wir eigentlich hin. Na, da ist mir jetzt nur zu. Von Schaloppo kann, glaube ich, nicht. Füße riskieren. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir es nicht riskieren. Hätte man gedacht, vielleicht kann ich in Hope reingehen, Hope ein bisschen leveln lassen. Aber es ist halt doch 10 Level und dabei. Man, es ist ja schon Loco. Aber trotzdem. Hope ist nicht gerade das bulkigste Mann und aktuell auch nicht das durchschlagskräftigste Mann, von dem her. Ja, eher nicht so. So, aber wie gesagt, dann würde ich sagen, ich beende diesen Part hier. Falls euch die Nuzlocke immer nur Spaß macht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Uploads verpasst. Ansonsten wünsche ich nur einen wunderschönen Nachmittag und man sieht sich im nächsten Video.